Da wir Dauwiler speziell sind und anders als alle anderen, feiern wir 799 Jahre. Wir sind 99 und darum 99 Jahre vier. Nicht ein runder Geburtstag, wie das die meisten anderen Gemeinden machen. Wir feiern früher. Wir feiern früher, indem wir auch rückblicken auf die Vergangenheit, auf die Geschichte von Dauwil. Also es ist ja Wahnsinn, dass man daran denken kann, 799 Jahre Dauwil. Wie viele Generationen sind das gewesen? Und ich bin natürlich richtig stolz, ein Teil davon zu sein und da dürfen rocken mit dem Publikum und den genialen oben führen. Und alle sind motiviert und nach so langer Vorbereitungszeit bin ich stolz, dabei zu sein. Wir haben natürlich das Glück gehabt, dass der Antoine hier in Dauwil wohnt. Und durch das haben wir natürlich ein bisschen in der Nachbarschaft herumgefragt und sind dann gleich mal in seine Nähe geguckt und haben dann sogar telefonisch, also per SMS Kontakt mit ihm. Und das war eine sehr sympathische Erfahrung, dass wir wirklich mit ihm direkt in Kontakt kommen und ihn begeistern für das Dorffest. Und er war dann relativ schnell eigentlich zu Hause, bei uns mitzumachen. Ich glaube, ich weiss nicht, ob er schon einmal an einem Dorffest mitgemacht hat. Ich glaube nicht. Also das ist für ihn auch das erste Mal. Ich bin wirklich vor 2,5 Jahren gebucht worden. Und dann, als Corona angefangen hat, habe ich gedacht, oh Jesus Gott, das wird doch nicht. Und es ist perfektes Timing. Ich freue mich riesig auf den Auftritt und ich habe mich natürlich riesig gefreut, dass Dauwil an mich gedacht hat und dass Dauwil umso mehr natürlich richtig stolz bin, dass ich hier auflegen und die Bühne rocken und mit diesen Leuten genialen oben habe. Als Outfit haben wir schon angesprochen, so schwarz mit gelb wäre nicht schlecht, dass man das Dauwil wirklich übernimmt. Und ich lasse mich mal überraschen, was morgen, wenn ich meine Garderobe aufmache, was die Garderobe zu mir sagt. Das Ziel war am Schluss, dass wir auf diesen vier verschiedenen Bühnen wirklich verschiedene Sachen anbieten. Dass jeder, der ans Fest kommt, irgendetwas findet, was ihm gefällt. Im einen ist das zu laut, dafür findet er das toll. Das Lokale vielleicht, die kleinen Sachen, die ruhigeren. Oder dann der Kracher, wie jetzt der Antoine zum Beispiel. Oder Megawatt, der natürlich dann auch akustisch sehr ein bisschen mehr Power hat. Und so haben wir das Gefühl, hat es für alle etwas dabei. Und das Resultat, finde ich, lässt sich sehr sehen, weil wir haben wirklich kunterbunt von einem Beatboxer über Ballett, über Rockgruppen haben wir wirklich alles. Plus Zauber. In dieser ganzen Planungstour haben wir ein, zwei Hürden müssen überstehen. Aber das ist ganz normal auf einer Zeitschiene von 3 Jahren. Ganz spannend war, wie wir die Nachbarn, die Anwohner haben begeistern für das Fest. Es war eine grosse Hürde, einige Gespräche, aber positive Gespräche und das war schlussendlich ein Glücksfall. Und hier nochmal zurückblickend ein Dankeschön an alle, die von diesem Fest ein bisschen in ihrer Lebensqualität beeinträchtigt worden sind. Die Szene von Dauwil, das ist so ein bisschen das Herzstück für mich, eigentlich, muss ich sagen, von diesem grossen Anlass. Weil, ich liebe Theater über alles und wir haben es geschafft, an 7 verschiedenen Standorten kleine Szenen zu spielen mit 27 Darstellerinnen und Darstellern über die Geschichte von Dauwil. Aber es soll nicht eine Geschichtsstunde werden, sondern es soll unterhaltsam sein, wo wir uns auseinandersetzen mit irgendeinem Thema, das Dauwil beschäftigt hat in den letzten Jahren. Und ich denke, das Fest gibt ein Lutzfest und dann ist es auch toll für die Zuschauer, dass sie mal 5 Minuten können nicht mehr reinsitzen und einfach in Ruhe ein Theater schauen und dann wieder raus in den Lärm rausgehen. Selbstverständlich ist die Organisation und Durchführung von so einem Fest kostenintensiv. Das ist uns gelückt durch das Festpatronat der Gemeinde Dauwil und ganz viele grossen und kleinen Sponsoren, die uns über die Zeit finanziell, tatkräftig oder mit Materialien und Dienstleistungen unterstützt haben. Ohne die wäre es schlicht nicht möglich gewesen. Hier ein riesen Dankeschön an alle unsere Unterstützerinnen und Unterstützer. Uns war wichtig bei der Auswahl unserer Dienstleister, also sei es Fleischlieferanten, Getränkelieferanten oder sonstige Ressourcen und technische Hilfsmittel, dass wir regional daheim sind, dass wir alle aus der Region können berücksichtigen können. Also am Samstagmorgen um 10 Uhr findet ja das sogenannte weltweit grösste Klassentreffen von Dauwil statt. Und wir freuen uns riesig, das ist so schnell, ist das voll gewesen und die Leute haben sich angemeldet wie wahnsinnig.
Und was mich besonders freut, ist, es hat auch Leute gegeben von Übersee, die sich angemeldet haben. Also wir haben jemanden von Amerika, wir haben jemanden von den Philippinen, der sich über Facebook das erfahren hat und sich angemeldet hat und gesagt hat, also das ist eine Gelegenheit, um auf die Erwil zu kommen. Und das ist für mich wahnsinnig toll und auch berührend, dass die treffen sich hier wieder. Wir wollten mit einem Klassentreffen unsere Exil-Terwiler, die im Bündnerland, Zürich, im Tessin, in Genf daheim sind, wieder hierher feiern. Uns ist sogar gelungen, dass wir Anmeldungen haben von Leuten, die zurzeit in Namibia wohnen, in den USA. Wir haben gerade jemanden, der spontan gestern gekommen ist und gesagt hat, er sei zufällig da. Sie sind 50 Jahre nicht mehr in der Schweiz und er möchte gerne ins Klassentreffen kommen. Dann haben wir mit herzlich empfangen, er ist auch dabei. Es sind 799 Leute, die im Festzelt sich treffen werden und ja, zusammen am Tisch sitzen und vielleicht alte Gespäusli und Gespärli wieder mal anschauen und miteinander schwätzen und in alten Zeiten schmelgen. Und die Älteste, die kommt, ist 100 Jahre alt. Die Jüngsten sind 23. Also, was wollen wir mehr? Das gibt eine grosse Sache und ich freue mich riesig drauf. Mein persönliches Highlight war die Vielfältigkeit des Besucherstroms, einfach überwältigt und die vielen lachenden Gesichter und die wahnsinnig vielen positiven Rückmeldungen. Das war für mich das Beste an diesem Fest. Ich bin überwältigt und das hätte ich nie und mein ganzes Leben nie erwartet. Vielleicht nehmen wir wieder mal ein Projekt in die Hand.